und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht mich teilweise geschminkt, teilweise ungeschminkt. Hab auch ein chilliges Oberteil an, weil ich mich gerade so ein bisschen fertig mache, damit ich nicht alles auf einmal, weil ich hatte vor, noch Locken zu machen und wollte die Augen mit euch zusammen schminken. Und zwar fange ich direkt an. Um welches Produkt es sich hier handelt, ist um die Kylie. Das ist die Burgundy Palette. So sieht das Ganze von hinten aus. Das spiegelt euch, es tut mir leid. So sieht das Ganze aus und hat diese schönen Töne hier. Und ich wollte damit ein Augen-Make-up kreieren. Ich hoffe, das klappt. Ich benutze diesen Lidschattenpot von Essence, den ich wirklich sehr gut finde. Ich hatte heute auch noch einen Pinsel dafür, aber irgendwie. Ich nehme einfach so einen fluffigen und werde mir das einfach verblenden. Ich hatte nämlich einen anderen fluffigen Pinsel. So. Wie gesagt, Grundierung und konturiert habe ich schon alles. Augenbrauen habe ich jetzt auch mal gemacht, weil das ist immer der nervigste Part bei mir. Diese Augenbrauen. Und auf meiner Kamera stehen 12 Minuten und ich hoffe, wir schaffen das Augen-Make-up in 12 Minuten. Aber ich denke, das müsste machbar sein. So, als allererstes, weil ich diese Palette habe ich jetzt schon seit 2 Monaten, glaube ich, zu Hause. Sowas so mit dem Dreh, 1,5 Monate, also einen Monat auf jeden Fall. Und habe die noch nicht angefasst. Wie ihr sehen könnt, habe ich nicht einen einzigen Lidschatten berührt. Wir fangen mal an mit diesen rostroten. Oder mit diesen beigen. Beige. Das ist der einzigste Beige-Ton, der matt ist. Und ich gehe hier so über die Crease, damit das erstmal gesettet ist. So. Ich dachte, das ist jetzt ein Spontan-Video, weil ich gedacht habe, ich muss mich eh fertig machen. Und wieso nicht die Kamera währenddessen laufen lassen? Ich habe jetzt mal gefunden, wie man das mit der Musik macht. Ich finde es ja echt cool. Das ist aber auch echt eine Fummlerei. Dann nehme ich diesen krassen Pinkton. Gehe auch mit demselben Pinsel rein und versuche mir das hier einfach über diese Lidfalte zu geben. Also ich werde so, wie wir das jetzt gemacht haben, außer es ist total kacke, das Haus verlassen. Ich hoffe natürlich, es gelingt mir und ich sehe null. Der Spiegel ist mir zu weit weg. Ich nehme so einen kleinen Blenderpinsel. Und gehe hier in dieses dunkle Rot rein und gib mir das wirklich nur hier. Also die Farben sind wirklich sehr gut pigmentiert. Ich nehme mal einen fluffigen Pinsel mit gar nichts drauf und versuche das hier so ein bisschen weicher zu kriegen. Demnächst möchte ich diese 5 Minuten Make-up Challenge machen. Oh, ich liebe diese Challenge. Ich gucke sie wahnsinnig gerne an. Aber, oder dieses No Mirror, also ohne Spiegel, finde ich richtig geil. Wisst ihr, eigentlich könnten wir ja auch nochmal ein dunkles, wir nehmen jetzt so ein Schwarz und dann nehme ich einen ganz kleinen, also so einen ganz, ganz spitzen, damit wir wirklich die matte Palette oder dieses Modern Neutrals, also es ist matt und gebe mir das hier in den äußersten Winkel. Dann wieder den pinken Pinsel. Tu das Ganze mal verblenden. Moment mal, ich muss das Ganze nochmal hier verblenden, das ist mir zu spitz. Zu unverblendet halt einfach. Also wie gesagt, ich liebe so Töne. Damit kann man mich immer kriegen. Das Ganze werde ich jetzt versuchen, einfach ein bisschen zu primen. Also was heißt aber eine Cut Crease zu gestalten oder jedenfalls ein bisschen Platz zu schaffen für einen helleren Ton. Äh,
Es muss nicht mega sein, aber so reicht mir das schon, damit ich einfach einen helleren Lidschatten drauf machen kann. Das Ganze mache ich auch auf der anderen Seite. Und es hält. Also ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich hält, aber auf den Augenlidern hält es. Seht ihr, also die sind jetzt schon mal auf einer Ebene sozusagen aufgehellt und jetzt müssen wir irgendeinen Ton da reinpacken. Irgendein. Ich glaube, ich nehme diesen Champagnerton und davor mache ich mir noch so eine scharfe Kante. Dann nehme ich so einen kleinen Pinsel mit diesem Pinkton und ziehe mir dann hier. Seht ihr das? Also über diese. So. Ich weiß nicht, ob das gerade ist. Viel Zeit bleibt uns ja auch nicht. So wie ich das haben wollte. Und dann nehmen wir diesen Champagnerton. Ich weiß, es ist ein bisschen hektisch, aber ihr wisst ja. Zeit, diesen Champagnerton, der ist der hellste in der Palette. Ich vermute, dass das so ein. Das ist irgendwie so cremiges Zeug. So, das Ganze hier kann man noch ein bisschen verblenden. Also ich werde jetzt so arbeiten gehen. Ein bisschen sehe ich aus, als hätte mir jemand meine Augen geschlagen. Dieser Lidschatten ist wunderschön. Luminoso trage ich mir auf die Wangen auf. Ich habe ihn jetzt eigentlich bestellt, Leute, und ich habe ihn heute Morgen. Also ich war schon mal geschminkt, dann wollte ich eigentlich. Jetzt fängt es gleich an zu gewittern. Ich wollte mich eigentlich mit euch zusammen heute Morgen schon schminken, aber da. Oh je, ich nehme diesen Duo-Fiber einfach und trage mir den so ein bisschen auf. Dadurch, dass ich so ein starkes Augen-Make-up habe, können wir ja. Bei uns in der Nähe war Überschwemmung, habt ihr das gewusst? Ich war total erschrocken, als ich die Bilder im Internet gesehen habe. Ich würde sagen, ich hau jetzt mal kurz einen Cut rein, ziehe mir kurz meine Lidstriche und dann sehen wir uns wieder. Ich habe doch meinen Speicher entleert. Ich kann jetzt zumindest ein Auge mit euch zusammen schminken, damit ihr mal seht wieder, wie ich meine Lidstriche fabriziere. Ich hoffe, mit euch klappt das. Ich habe hier einen Handspiegel. Das funktioniert ganz gut damit. Dann wäre das doch mal schon mal geschafft. Dann hole ich kurz meine falschen Wimpern und dann machen wir sie dran. So, mein Kleber ist jetzt dran. Ich habe jetzt unnötig gefilmt, glaube ich. Das, was ich filmen wollte, habe ich nicht gefilmt. Und das, was ich nicht filmen wollte, habe ich gefilmt. Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, Lidstriche habe ich gezogen. Jetzt falsche Wimpern. Da nehme ich immer den Essenskleber. Ich liebe den ja abgöttisch. Das ist für mich einer der besten. Da mache ich eine Schicht. Ne, ja, schon, dass alles voll mit Kleber ist, der Rand auf jeden Fall. Dann lege ich die Wimper auf Seite und warte. In der Zeit mache ich die zweite schon mal mit Kleber. Also ich bestreiche die immer. Ziemlich mit Kleber, damit wirklich auch alles mit, der ganze Wimpernband mit Kleber ist. Dann lege ich die auch wieder auf Seite hin. Derzeit ist die andere schon ein bisschen angetrocknet. Dann nehme ich die wieder. Nehme ich die wieder und mache wieder eine Schicht Kleber drauf. Das ist bei mir das, was am wirklich sichersten hält. Ich habe so oft schon eine Ecke hier gehabt. Und es nervt, auch wenn ich schwitze, möchte ich nicht, dass meine Wimpern abgehen. Muss ich eigentlich nur theoretisch nur noch ein bisschen warten. Aber ich versuche es jetzt schon mal. Dann nehme ich doch mein süßes Döschen dazu. Und pack sie mir einfach schon mal drauf. Entschuldigung.
Und das Ding sitzt. Also, ich liebe diesen Kleber. Mit dem Duo. Ich schwör's euch, ich bin fast verzweifelt. Jetzt muss ich nur noch gucken. Doch wirklich alles dran ist. Ich lege die andere Wimper mal ab und guck mal. Wisst ihr, ich muss das immer so zusammen verbinden. Und ich muss noch warten, bis der Kleber auf der anderen Seite getrocknet ist. Tun die Wimpern mal tuschen. Und dann sieht die Welt auch vielleicht ganz anders da aus. Aber ich habe es halt voll verhauen, weil ich das da hinten. Das nervt mich hier ein bisschen. Seht ihr? Ich habe sie zu weit nach hinten geklebt. Ich sag euch, ich krieg das innerhalb von 5 Minuten mittlerweile hin, weil ich wirklich oft, vor allen Dingen, wenn ich die Lust habe, mich zu schminken, baller ich mir einfach tagsüber so Wimpern drin. Naja, was soll's? Was soll's? Was wir noch machen könnten, ist, wir ballern uns. Ich bin ja so aufgeregt, was mein Paket angeht, ne? Was wir noch machen könnten, also so sieht der Look bisher aus. Ich finde ihn nicht schlecht und ich habe mittlerweile so ein Schimmer nur drin. Ich lasse ihn auch gerade raus, weil nächste Woche kommt mein Schatzi und macht mir meine Haare. Also, ich lasse das jetzt so für die Lippen. Weil es was Burgundiges ist, könnten wir ein Nude draufhauen. Und zwar ist das der Butter Intensive Butter Gloss in der Farbe Trichless oder so. Ich werde meinen Look so lassen. Ich werde gar nichts machen. Ich hoffe, der Look gefällt euch einigermaßen, auch wenn ich das mit den Wimpern ein bisschen verhauen habe. Ich finde, wenn ich gerade ausschaue, ich weiß nicht, warum es in der Kamera so komisch aussieht. Ich weiß nicht, ob man da. Mein Fehler sieht man eigentlich nur hier. Oder? Sieht man den auch so? Naja, meinen Wimpernkranz wollte ich eigentlich verdichten. Ich nehme einen grauen. Das ist von Essence aus dieser Gel-Reihe. Mein Zauberspiegel. Also hier fängt schon an abzugehen. Ich hasse es. Normalerweise bebt es. So, Kuhstäbchen. Ich würde jetzt gerne noch irgendwas, was Wawawum macht, in meinen Innenwinkel setzen. Und dann denke ich, wäre ich fertig. Ich setze diesen Ton hier wieder rein. Kylie hat keinen Spiegel. Der Look wäre jetzt eigentlich fertig. So. Wow, schön. Richtig toll. Mein Look wäre fertig. Ich finde wirklich die Töne sehr, sehr toll. Jetzt kann ich sie wenigstens ohne euch auch weiterhin benutzen, weil ich wollte unbedingt ein Make-up damit machen, weil ich sie so unglaublich schön fand. Und für den Preis von 4 Euro, glaube ich, hat sie gekostet oder 3 Euro, ich weiß es nicht mehr, war sie echt super. Also wirklich sehr, sehr schön. Und da brauche ich auch überhaupt nicht das Original, sondern das reicht vollkommen aus. So, ihr Lieben, genug gequatscht. Ciao, bis zum nächsten Mal.